Warum liegt Ihnen das Engagement gegen rechte Gewalt persönlich so am Herzen? Weil diese Verbrecherbande um Herrn Hitler mir die Jugend gestohlen hat und dafür gesorgt hat, dass ich fast das nicht überlebt habe, diesen Krieg. Und weil ich nicht möchte, dass unsere jungen Menschen in die Arme von Gewaltverbrechern fallen, so wie es mir geschehen ist als ganz junge Menschen. Und ich empfinde das als eine Verpflichtung meinem Land gegenüber, darauf aufmerksam zu machen. Ganz besonders sich um die jungen Leute zu kümmern. Und in Gesprächen zu Hause, in den Miethäusern, an den Arbeitsplätzen, die Menschen, die einer Meinung sind mit uns, die wir die rechte Gewalt bekämpfen, dass sie diese Gedanken aufgreifen und mit jungen Menschen darüber sprechen. Sind Sie selber mal in einer Situation gewesen oder wo haben Sie persönlich mal Gewalt erlebt? Also erstmal habe ich den Bombenkrieg in Berlin überlebt. Dann haben diese Verbrecher, dieser Hitler, der hat ja, als der Krieg bereits beendet war, seit Stalingrad war er ja im Grunde verloren, nicht im Grunde, er war verloren. Die haben trotzdem weitergemacht und der Hitler hat, als er seinen eigenen Selbstmord bereits vorbereitet hat, eine ganze Division von 16-Jährigen zusammenstellen lassen und an die Front geschickt, in einer SS-Division noch dazu, was meine Todfeinde schon damals waren. Und den Kriegseinsatz, obgleich ich alles getan habe, um da nicht getötet zu werden, den habe ich fast nicht überlebt. Wenn man Sie jetzt so sieht, Sie strahlen so viel Energie und so viel Kraft aus. Wo kommt das her? Ich weiß nicht. Also ich glaube, es muss mit meiner Familie, mit meinen Ahnen zu tun haben. Aber ich habe, weil ich so schlimme Zeiten durchlebt habe, wegen der Nazi-Zeit, habe ich immer mir vorgenommen, wenn der Krieg mal vorbei ist und ich das überlebe, dann muss ich mal richtig anfangen zu leben. Und ich lebe. Was heißt das? Ich arbeite, ich bin glücklich verheiratet seit 38 Jahren. Ich schreibe meine Bücher, ich veranstalte Lesungen. Ich sehe in die Augen, so wie ich in Ihre Augen jetzt sehe, sehe ich also Zuneigung. Und das macht Spaß. Und wenn Sie Spaß am Leben haben, gestern habe ich hier in Berlin meinen alten Freund, den Charles Aznavour, besucht vor seinem Konzert. Der ist gestern 90 geworden und der schlägt mich nicht nur an Jahren, sondern schlägt mich auch in seiner Energie. Wie der mit 90 Jahren auf der Bühne das Publikum fesselt, das ist faszinierend. Gibt es denn bei Ihnen ein Rezept, wie Sie sich fit halten oder tun Sie was Bestimmtes? Ich mache viel Sport, jeden Morgen eine Stunde, verschiedene Sachen. Meine Frau kocht sehr gut und sie kocht vor allen Dingen vernünftige Sachen. Wir essen gesund. Wir sind beide wissbegierig und neugierig und wir reisen viel. Und lernen viel von anderen Menschen auf allen Kontinenten dieser Welt. Und wenn Sie das alles zusammenpacken, dann haben Sie eben Freude am Leben und auch Energie. Was sind Ihre Wünsche und Träume für die Zukunft? Dass es so weitergeht. Mit uns, mit meiner Frau und mir, unseren Freunden. Und dass ich öfter solche Begegnungen haben darf wie heute mit Ihnen im Berliner Rathaus. Letzte Frage, sehen wir Sie demnächst noch mal vor einer Kamera oder auf der Leinwand? Also im Moment bin ich arbeitsloser Schauspieler. Aber das liegt daran, weil was mir angeboten wird, gefällt mir nicht. Und ich habe nicht eine internationale Karriere gemacht, um jetzt irgendwas zu tun, was den Leuten auch nicht gefällt, ebenso wenig wie mir. Wenn etwas Gutes kommt, bin ich dabei.